Der Begriff Heimat hat für jeden Menschen eine ganz eigene Bedeutung. Aber was bedeutet Heimat? Und warum fühlen wir uns ihr zugehörig? Ist es das Land, in das wir hineingeboren wurden? In dem wir unsere ersten Schritte aufrecht gehen? Ein Ort, an dem die eigene Sprache Form annimmt und in dessen Kulturkreis wir Traditionen und gesellschaftliche Regeln lernen? Oder ist es schlicht und ergreifend unser Zuhause? Der Fleck Erde, auf dem wir uns geborgen und wohlfühlen, der mit uns kommt, wohin wir auch immer gehen? Für die Bewohner einer entlegenen Insel im Indischen Ozean ist ihre Geburtsstätte und Heimat zum allerletzten Rückzugsort geworden. Ein tropisches Paradies, das ihre Einwohner heute mit roher Gewalt vor der Außenwelt zu verteidigen versuchen. Was sich auf der Insel abspielt, ist bis heute ein Mythos. Geht mit uns auf eine spannende Reise ins Unbekannte und entdeckt das wohl isolierteste Volk dieser Welt. Heute bei Aufgedeckt, das Geheimnis von North Sentinel Island. North Sentinel gehört zur Inselkette der Andamanen, gelegen in einem Randmeer des östlichen Indischen Ozeans, des sogenannten Andamanensees, liegt der Archipel ungefähr 500 Kilometer von der Küste Myanmars entfernt. Die nur rund 60 Quadratkilometer kleine Insel ist von traumhaften saphirfarbenem Wasser und einem feinen weißen Sandstrand umgeben und mit seinen undurchdringlichen Mangrovenwäldern dicht bewachsen. Was nach einsamer Inselromantik klingt, birgt eine geradezu fantastische Historie. Zahlreiche Mythen ranken sich um das einsame Volk der Sentilesen, die im Dickicht der kleinen Insel leben. Denn sie begegnen jedem Eindringling mit Pfeil und Bogen im Anschlag. Wer es wagt, einen Fuß auf North Sentinel zu setzen, begibt sich in Lebensgefahr. Frühe Aufzeichnungen Marco Polos, der im späten 13. Jahrhundert die Region passiert haben soll, beschreiben die Einwohner als furchterregende Bestien. Ihre Augen und Ohren und die Zähne ähnelten angeblich denen von blutrünstigen Tieren. Sie seien Wilde, die jeden Eindringling töteten, den sie zu fassen bekamen. Heute glauben Forscher, dass die Völker der Andamaneninseln, darunter auch die Sentilesen, seit ca. 60.000 Jahren dort ansässig sind. Sie leben bis heute in völliger Isolation von der zivilisierten Außenwelt, jagen mit Pfeil und Bogen in den korallenumrandeten Riffen nach Krabben, Schildkröten, kleinen Vögeln und Fischen. Eine weitere Nahrungsquelle der Sentinelesen sind die reichen Kokosnussvorräte der Insel. Doch woher kommen die zahlreichen Schauergeschichten rund um die mutmaßlich blutrünstigen Eingeborenen? Ist North Sentinel wirklich die gefährlichste Insel der Welt? Ein früher dokumentierter Kontakt geschah im Jahr 1867, als die Besatzung eines indischen Handelsschiffs der East India Company auf einem Riff vor der Insel kenterte. Die Überlebenden des Unglücks wurden schon kurz nachdem sie mit Ruderbooten auf die Insel sich retteten, attackiert. Nur mit Not konnten sich die Passagiere damals gegen die Eingeborenen wehren. Die entkräfteten Seeleute flohen mit ihren Booten zurück auf das offene Meer, wo sie später zum Glück von einem Rettungsschiff der Royal Navy gefunden wurden. Nur wenige Jahre später gelang es dem britischen Offizier Maurice Vidal Portman unbemerkt auf North Sentinel zu landen, um die Eingeborenen, ihre Bräuche und Riten zu studieren. Mit den Teilnehmern seiner gefährlichen Expedition gelang es ihm, verlassene Dörfer der Sentinelesen aufzuspüren. Doch die Männer trafen eine folgenschwere Entscheidung. Sie nahmen insgesamt 6 Eingeborene des Stammes gefangen und verschleppten sie nach Port Blair, der größten Stadt der Andamaneninsel. Späteren Aufzeichnungen nach erkrankte die Gruppe Eingeborener schnell. 2 Sentinelesen starben an den Folgen der Gefangenschaft, die anderen 4 wurden befreit und kehrten zu ihrer Heimatinsel zurück. Das schwerwiegende Ergebnis einer fehlgeschlagenen Zwangszivilisierung der Inselbewohner. Von 1967 bis 1997 unternahm die indische Regierung regelmäßige Kontaktversuche, um die Sentinelesen zu erforschen. Die Inder hinterließen Früchte und Vieh am Strand der Insel, um das Eingeborenenvolk gütig zu stimmen. Eine Kokosnussplantage sollte auf der kleinen Insel entstehen und die Sentinelesen zu Bauern gemacht werden. Nachdem die Inder mit ansahen, wie ihre Geschenke zuerst mit Pfeilen durchbohrt und anschließend am Strand der Insel vergraben wurden, gaben sie ihre Bemühungen schließlich auf und erklärten das Areal zum militärischen Sperrgebiet. Der Besuch der Insel ist seit 1996 daher streng verboten.
2006 geriet der Stamm der Sentinelesen zuletzt in die Schlagzeilen, als zwei Fischer ermordet in dem Gewässer der mysteriösen Insel gefunden wurden, die sich illegal genährt hatten. Die Einwohner haben die Männer getötet und in einem Flachgrab vor der Insel beigesetzt. Die Abwehrhaltung des Stammes war dermaßen stark, dass sie selbst noch den Rettungshelikopter, der die leblosen Körper der beiden Männer bergen sollte, mit Pfeilen beschossen. Die Botschaft schien unmissverständlich: verschwindet von hier. Tatsächlich scheiterten bis heute zahlreiche Kontakt- und Forschungsversuche. Niemand weiß genau, wie viele Sentinelesen heute noch auf der Insel existieren, geschweige denn, wie sie leben. Wissenschaftler schätzen die Population auf 50 bis 80 Menschen. Es könnten allerdings auch mehrere hundert sein, die in den Wäldern der Insel leben und jagen. Als sicher gilt, die Sentinelesen sind das letzte isoliert lebende indigene Volk in der Region. Andere eingeborene Naturvölker der Inselgruppe im Indischen Ozean wurden fast vollständig ausgelöscht, nachdem sie mit der Zivilisation in Kontakt kamen. Viele wurden versklavt, die meisten erlagen Krankheiten wie Masern oder der Grippe, gegen die sie in der Abgeschiedenheit keine Abwehrkräfte entwickeln konnten. Und die, die überlebten, werden heute auf sogenannten Human Safaris in speziellen Reservaten Touristen vorgeführt wie Tiere. Für den Moment hat die indische Regierung die Autonomie der Sentinelesen anerkannt. Indigene Völker sind die bedrohtesten Gesellschaften unserer Erde. Und wir wissen nach wie vor sehr wenig über sie. Gerade das macht die Reise zur geheimnisvollen Insel für viele so verlockend. Klar ist, mit ihrem Mangel an Gastfreundschaft haben die Sentinelesen in den vergangenen Jahren ihre eigene Existenz gesichert. Wie deutet ihr die Geschehnisse auf North Sentinel? Und die Frage ist auch, wie geht man denn mit verlassenen Völkern um? Sollte man sie wirklich komplett in Ruhe lassen oder doch zumindest probieren, etwas Kommunikation zu ihnen aufzubauen? Schreibt uns eure Meinung unter das Video in die Akten.